Hey, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 16 Rating Prediction. Wir sind wieder am Start mit der Team Rating Prediction. Heute geht es um den FC Schalke 04 und wenn euch das gefällt, lasst doch bitte einen Daumen nach oben, dann wäre eine großartige Unterstützung. Und Freunde, der FC Schalke hat natürlich in den letzten Tagen ein bisschen Aktivität auf den Transfermarkt gemacht. Ich bin momentan auf dem Stand des 24. 25.07. Allerdings habe ich hier in der Prediction noch keinen transferierten Franco Di Santo, denn das passt zeitlich einfach nicht. Ich bin im Urlaub, ihr wisst Bescheid. Und von daher geht das leider Gottes noch nicht. Auch kein Julian Draxler bei Juventus, wenn das eventuell so kommen sollte. Momentan sind wir halt auf dem alten Stand und dementsprechend die Ratings für diese Spieler heute. Wenn es euch gefällt, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben, da 1000 Likes wären richtig, richtig nice. Und des Weiteren könnt ihr mich unterstützen in der Videobeschreibung. Links zu Rendrun, Instagram, Facebook, Twitter und natürlich auch Amazon vorbeischauen und abchecken, wenn ihr da Bock drauf habt. Ist eine großartige Unterstützung. Wir schnacken nicht lange drum rum, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss morgen früh in Urlaub fahren und wir starten durch mit den Keepern. Und da haben wir Ralf Fährmann 80, Fabian Giefer 73 und Michael Gespurning mit einem 70er Rating. Fährmann muss man wenig zu sagen, aufgrund seiner starken Saison bzw. seiner starken Leistung bei Schalke. Persönlich fand ich ihn ja nicht so extrem krass wie viele andere, weil er auch ab und zu Fehler gemacht hat, aber an sich natürlich ein sehr solider und guter Keeper. Aufgrund der bzw. dieser Leistungen und aufgrund seines Team of the Seasons auch, kriegt er, denke ich, ein 80er Rating, 82 Hechten, 84 Reflexe, 80 Positioning. Sieht sehr, sehr stark aus, kann man auf jeden Fall so machen. Fabian Giefer an zweiter Stelle, 75 Hechten, 78 Reflexe und 72 Positioning. Sieht auch stark aus mit dem 73er Rating. Vielleicht nicht so extrem gut wie Fährmann natürlich, gerade wegen den 67 Ballsieger gibt es bessere Silberkeeper aus Deutschland, aber ich denke mal, trotzdem kann man auf jeden Fall so machen. Als B-Keeper ist das allemal in Ordnung. Und Gespurning ist mittlerweile 35 Jahre alt, hat man teilweise bei den Seattle Sounders gespielt, mittlerweile ist er anscheinend wieder in Deutschland, war in der zweiten Mannschaft von Schalke, ist er jetzt in die erste hochgekommen, weil er einfach gute Leistung gemacht hat oder weil er einen dritten Keeper braucht, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, er hat ein 70er Rating mit 72 Hechten, 70 Reflexen und, 74 Reflexen, 68 Ballsieger und 70 Positioning. Sieht auch an sich sehr, sehr stark aus und kann man auf jeden Fall genau so machen. So viel zu den Torhütern, schreibt mir auch mal in die Videobeschreibung und erzählt natürlich auch mal ein bisschen so, warum sollten die diese und diese Ratings haben. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, gerade die Schalker unter euch wissen natürlich noch vielleicht ein bisschen besser Bescheid, beziehungsweise sind ein bisschen, okay, subjektiver, vielleicht auch ein bisschen objektiver. Andere Fans, zumindest von anderen Vereinen, können bestimmt objektiver sein. Auf jeden Fall also die Meinung mal reinschreiben. Wir kommen zum zweiten Teil und da haben wir einmal Bendik Höwedes mit einem 82er Rating, Joel Matip 78, Uchida 76, Kolasinac 74 und das Tazu mit einem 77er Rating. Das Ganze ist auf Head-to-Head natürlich passierend. Ich kann noch nicht mal richtig reden, ich bin so müde und fertig, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Höwedes 82 ist, denke ich mal, in Ordnung, 67 Tempo, 82 Defending, 79 Physis, war für mich persönlich jetzt nicht so stark, hat aber gute Leistung an sich, oft gebracht, ist der Kapitän und ein sehr wichtiger Spieler für Schalke, von daher auf jeden Fall das Rating verdient. Matip, joa, ich denke mal, ist auch ein guter Verteidiger, hat sich weiterentwickelt, nochmal ein Stückchen, hat gegen Dortmund wichtige Tore gemacht in der Hinrunde, ansonsten, naja, man hört nicht viel von Schalke mehr, besonders natürlich, weil sie eine schlechte Rückrunde gespielt haben, aber trotzdem 78 ist in Ordnung. Uchida ist hochgegangen auf 76 in der Tür, habe ich ein bisschen überrascht, ich würde eher 75 sagen als 76, aber gut, wenn der Tür jetzt schon sagt 76, dann können wir auch 76 in FIFA 16 nehmen. 78 Tempo, 77 Dribbling und 75 Defending mit 73 passen, sieht an sich relativ gut aus, kann man auf jeden Fall so machen, bin ich sehr gespannt, wie das so werden wird. Kolasinac 74er Rating in der Duell, 81 Tempo, 66 Dribbling, 74 Defending und 83 Füße. Sieht sehr, sehr stark aus, genauso wie dieses Jahr. Eigentlich fast genauso von den Werten auch her. Von daher kann man das auf jeden Fall so stehen lassen. Und ich bin sehr gespannt, wie der sich weiterentwickeln wird. Nach seiner schweren Verletzung jetzt zurückgekommen. Und von daher auf jeden Fall ein Spiel mit sehr viel Potenzial, auf dem wir uns freuen dürfen. Und das Tadic ist im Winter ja von Manchester City bekommen. Persönlich hat er mich nicht so wirklich überzeugt. Ich finde ihn auch ehrlich gesagt zu teuer mit 12 Millionen Ablöse. Natürlich hat er viel Talent. Bisher hat er aber noch nicht so viel gezeigt. Auch wenn er bei City gespielt hat, normalerweise sollte er Erfahrung haben, beziehungsweise auch sehr viel schon gelernt haben bei City. Aber es scheint noch nicht so, trotzdem 71 Tempo, 80 Defending und 76 Füße. Sieht an sich relativ stark aus, gerade auf dem Karrieremodus. Müssen wir mal schauen, wie das Ganze werden wird. Auf jeden Fall ansonsten eine ziemlich nice Karte für Ultimate Team. Wir kommen zum zweiten Teil der Defensive und da haben wir Kai Schader, den Neuzugang, halb bereits predicted in der normalen Prediction, Dennis Aogo, Kaan Ayhan und Felipe Santana. Kai Schader, wie gesagt, den habe ich bereits in der normalen Prediction drin gehabt. Ist an sich ein super Spieler. Sascha Rita haben wir dann hier noch stehen. Der ist, ja, an sich auch ein guter Spieler. Also Kai Schader, muss ich nicht was zu sagen. Guckt euch die Prediction, wo er drin war. Dann wisst ihr da Bescheid. Allgemein kann man wegen dem nicht so viel sagen, wegen Shakhtar Donetsk. Ja, Sascha Rita bei Freiburg in Ordnung gewesen, aber nicht so krass, wird älter, deswegen das 74er Rating für ihn. Oder 73, eher 73er Rating. Aogo 76 passt auf jeden Fall, solide Saison gespielt, beziehungsweise immer wenn er gebraucht wurde, hat er genau gut gespielt. Hat Allround-Wert und so weiter und so fort, also passt auch bei ihm. Kaan Ayhan nicht mehr so extrem krass viel gespielt, beziehungsweise überzeugend gewesen, aber das 66er Rating auch in der Duet ist auf jeden Fall, ja, in Ordnung für einen Mann in seinem Alter. Ist an sich ein vielversprechendes Talent.
Talent, gerade seine Freistöße sind ja extrem, extrem stark und er kann theoretisch auch Sechser spielen, genauso wie Aogo, der kann ja sowieso alle spielen. Von daher auch da, wie gesagt, eine relativ gute Karte, die eventuell jetzt ein bisschen schwächer aussieht, als sie wirklich ist, mit 66 geratet, mit 67 Defending, 71 Physis und 68 Tempo kann sie das, denke ich, trotzdem sehen lassen und gerade für einen Karrieremodus eine sehr interessante Karte. Und Santana, ja, sollte ja eigentlich wechseln, am Medizincheck ist es gescheitert, 77 Tempo immer noch, 75 Defending, 74 Physis, nicht mehr die Goldkarte, das wäre lächerlich, hat bei Piraeus ganz gut gespielt anscheinend, ansonsten, ja, der war nie so wirklich krass, deswegen eigentlich das Goldrating immer lächerlich gewesen und jetzt aber dafür eine richtig geile Brasilva-Karte, kann man auf jeden Fall so machen, bin sehr gespannt, ob der jemals wieder Spielpraxis bei Schalke bekommt oder wechseln würde, ich denke ja, der Wechsel ist wahrscheinlicher, aber wir müssen sehen, was passieren wird. Schalke hat auch sehr viele gute Nachwuchsspieler wie Manuel Friedrich und so, die habe ich jetzt persönlich noch nicht in die Prediction mit reingenommen, einfach weil ich sie zu wenig gesehen habe, zu wenig beurteilen kann, aber ich denke mal, auch mit den Spielern könnt ihr klarkommen und die sehen auch an sich relativ nice aus. Nächste Seite, das Mittelfeld mit Johannes Geis, Jerome Boateng, nicht Jerome, Kevin Prinz natürlich, Julian Raxler, Marco Höger und Maximilian Meyer. So, Geis 79er Rating habe ich bereits in der normalen Prediction drin gehabt. Boateng habe ich noch nicht drin gehabt, ist aber jetzt in der Team Prediction. Liegt daran, dass der, oder habe ich ihn sogar in der Prediction drin gehabt? Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall undiszipliniert, hat oft gegen das Team bzw. gegen den Verein gespielt, hat oft negative Stimmung reingebracht, wurde ja auch suspendiert am Ende, vollkommen zurecht. Wird sich einen neuen Verein suchen, müssen bei Schalke wieder keine Chance mehr bekommen. Ich denke mal trotzdem, ist es in Ordnung, dass ich ihn noch in den Kader rein predicted habe, quasi 78er Rating für ihn. Stats ein bisschen runter und dann haben wir das ganz gut. Die Karte sieht natürlich noch stark aus, Allrounder-Karte und so weiter und so fort, aber nicht mehr so krass wie letztes Jahr beispielsweise. Draxler haben wir bereits in der normalen Prediction angesprochen, hoffentlich geht er nicht zu Juventus, vielleicht geht er hin und wenn er hingeht, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er auf 80er Rating bleibt, ansonsten nach seinen Leistungen, die nicht so krass waren, eventuell eher 79. Marco Höger wurde auch kurzzeitig suspendiert, ist aber an sich ein sehr guter Spieler, dementsprechend 77er Rating für ihn, genauso wie Max Meyer, der glaube ich ein 76er Net Rating, ich könnte mir auch 78 vorstellen für ihn nach der guten U21 EM auch, in der er ja nicht so viel gespielt hat, wie eventuell erwartet, aber auf jeden Fall ausreichend und naja, ist einfach ein guter Spieler, gerade in Realität auch sehr wichtig für Schalke, meiner Meinung nach, weil er über sein Passspiel, über sein Tempo, über seine guten Dribbling-Skills kommt, nicht unbedingt über den Schuss, sein Abschluss ist teilweise ein bisschen fragwürdig, aber ab und zu ist er ja doch mal ganz gut vorm Tor und an sich einfach ein sehr talentierter Junge, guter, dribbelstarker Spieler, von daher müssen wir mal schauen, wie das Ganze so werden wird mit ihm, aber ich denke mal 77er oder 78er Rating wäre für ihn ganz angemessen. Damit sind wir auch schon beim zweiten Teil des Mittelfelds, da haben wir Leroy Sané, hat gerade seinen Vertrag bis 2019 verlängert mit einem 67er Rating, Leon Goretzka mittlerweile zentrales Mittelfeld mit 74 und Neustädter ebenfalls als ja Silberkarte mit 73. So, Sané in der Welt glaube ich auch 67 ungefähr und im Dreh, ist eine gute Karte an sich, sieht ziemlich stark aus, hat in Realität ziemlich überzeugt bisher, wenn er gespielt hat, wird wahrscheinlich auch Stammspieler werden in der neuen Saison, könnte ich mir zumindest vorstellen. Wir haben natürlich dann auch Alternativen beispielsweise mit Di Santo und so weiter und so fort, aber trotzdem könnte ich mir gut vorstellen, dass er sehr oft zum Einsatz kommen würde, er ist einfach genauso ein Talent wie es Draxler war, vielleicht sogar noch ein bisschen stärker, hat auf jeden Fall schon gut performt und dementsprechend, ja, diese Karte auf jeden Fall angemessen, ist gerade über seine Füße sehr stark, also sehr schnell vor allem, dribbelstark, schussstark, passstark, hat er alles, was er braucht, um irgendwie ein guter Fußballer zu werden, von daher auf jeden Fall können wir uns auf den im Karrieremodus in FIFA und in Ultimate Team auch freuen. Wir haben Goretzka da noch daneben, im 74er Rating, er ist noch jung, er kam ja von wem kam der, von Mainz, Lautern, ich weiß gar nicht genau, auf jeden Fall von irgendeinem Verein. Ich kann gerade ehrlich gesagt nicht sagen, von wem. Aber egal, auf jeden Fall gute Karte, 74er Rating, wenn er 80 Tempo hat und 76 Dribbling und 67 Defending, 66 Shooting, 71 Passen, 69 Physis, ist das für einen Silberspieler krass. Und als 74 geratete zentrale Mittelfeldspielerkarte noch viel krasser. Wenn er rechtes Mittelfeld, würde es auch in Ordnung, aber so sieht die Karte noch besser aus. Und von daher könnten wir uns darauf auf jeden Fall freuen, beziehungsweise sollten uns wünschen, dass es zentraler wird. Denn es wäre so ein bisschen wie Edgar Pripp um den Dreh und das wäre doch schon ziemlich stark, weil Goretzka ein Riesentalent ist, gerade für den Karrieremodus extrem geil, aber auch für Ultimate Team, weil guckt euch die Werte an. Die sind sehr überzeugend. Neustädter, ja, ist dieses Jahr, glaube ich, Gold. Hat persönlich jetzt nicht so verdient, ist ehrlich gesagt nicht so geil, wird auch auf Schalke ziemlich runtergeputzt, ist eine gute Alternative an sich auf jeden Fall, so ein Andreasen quasi, auch vom Rating her sieht man das ja, aber ansonsten hat er sein Potenzial nicht so wirklich entfalten können, 73 Defending, 74 Physis sind noch die besten Werte, 69 Passen, 59 Tempo, ich bin gespannt, ob der jemals wieder Spielpraxis bekommt, ob wechseln wird und so weiter und so fort, müssen wir schauen, aber auf jeden Fall ist 73, denke ich mal, für ihn noch ganz in Ordnung und dann kann er auf jeden Fall leben, schreibt mir auch mal in die Kommentare und jetzt kommen wir zum Prunkstück, beziehungsweise noch nicht zum Prunkstück, aber es wäre das Prunkstück gewesen, wäre Di Santo da, denn wir kommen zur Offensive. Hüntelaar 83, Choupo-Moting 79 und Platte hat hier ein 63er Rating. Hüntelaar minus 1, weil er in der Rückrunde gerade sehr, sehr schwach war. Hinrunde war er stark, Rückrunde persönlich, ich mag ihn ja auch. Ich muss noch dazu sagen, ich kann ihn ja überhaupt nicht ab und nein, nicht erst seit der Rückrunde, seit dem Spiel, seit dem unnötigen und komplett dämlichen Tritt gegen Schmiedebach, nein, auch schon bei Milan und bei Real konnte ich den nicht ab. 68 Tempo ist langsam, kann man nichts gegen sagen. Guter Schuss, guter Abschluss. Das Problem
Problem bei Hüntelaar ist, er muss bedient werden. Und bei Schalke wurde das gerade in der Rückrunde relativ selten. Wenn er bedient würde vor dem Tor, ist es ein eiskalter Vollstrecker. Aber so kein guter spielender Stürmer, kein guter Fußballer. Einfach nur ein Stürmer und ein Strafraumstürmer. Vielleicht auch aus der Distanz erfolgreich, keine Frage, gegen Real zum Beispiel. Aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Dementsprechend 83er Rating, ein kleines Downgrade. Choupo-Moting bleibt auf 79, genauso wie sein Winter-Upgrade, glaube ich zumindest, dass er 79 war. Hat an sich gute Werte, hat an sich gute Leistung, hat auch in der Rückrunde ab und zu nochmal überzeugt. Nicht mehr so krass wie in der Hinrunde, aber ganz Schalke war in der Rückrunde relativ scheiße, von daher passt das einigermaßen. Mit 80 Tempo, 83 Dribbling, 73 Physis, 78 Shooting. Sieht an sich sehr nice aus, mal sehen, wie er so im neuen System klarkommt, wenn auch noch Di Santo da ist, den wir jetzt natürlich hier nicht noch drin haben, wie ich ja bereits angemerkt habe, aber dafür haben wir Felix Platte. 73 Tempo, 64 Dribbling, 64 Shooting, 70 Physis. Sieht für einen Bronzestürmer extrem stark aus. 63er Rating, könnte sogar 65 oder 64 sein um den Dreh. Ich weiß es nicht so genau. Head-to-Head sagt 63, dementsprechend 63 für ihn. Sieht aber stark aus, von daher kann man das auf jeden Fall so lassen. Und auch dazu könnt ihr mir auch immer in den Kommentaren schreiben. Hat gegen Real gut gespielt und ansonsten ab und zu mal, wenn er eingewechselt wurde, aber jetzt nicht so der allerkrasseste. Kann sich aber natürlich noch entwickeln, Schalke hat eine perverse Jugendarbeit. Von daher dürfen wir uns da auf einiges noch in Zukunft freuen. Gut, das war's von dieser Episode. Ich hoffe, es gefallen mir. Lasst einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, 1000 Likes wären richtig, richtig nice. Ich werde jetzt schlafen gehen, bin komplett fertig, fliege morgen quasi in Urlaub. Für euch bin ich schon längst aus dem Urlaub wahrscheinlich wieder da, aber vollkommen egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es gefallen. Bis dann, wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.